Hey Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Bunny's Diary. Heute zur ersten Folge von Hashtag Kaninchenkrankheiten. Hierbei werde ich euch über die häufigsten Kaninchenkrankheiten aufklären, über die Symptome, Ursachen und deren Behandlung. Und heute wird es um den Kaninchenschnupfen gehen und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Als erstes zur Frage, was Kaninchenschnupfen überhaupt ist. Und Kaninchenschnupfen ist eine relativ häufige Infektionskrankheit bei Kaninchen und ist ansteckend. Außerdem kann er sich zu einer chronisch wiederkehrenden Krankheit entwickeln oder im schlimmsten Fall tödlich enden. Symptome. Bei Kaninchen mit Schnupfen sondert meist die Nase ein flüssiges, durchsichtiges Sekret ab. Dadurch wird auch dann häufig die Nase sehr verklebt. Und oftmals kann es dann auch zu geröteten Augen oder auch eitrigen Augen führen. Und häufig kann man auch komische Atemgeräusche der Tiere feststellen oder auch häufiges Niesen. Ursachen. Auslöser von Kaninchenschnupfen sind meist Infektionen der Kaninchen mit bestimmten Bakterienarten, wie zum Beispiel den Staphylokokken. Diese Infizierung wird begünstigt, wenn die Kaninchen zum Beispiel unter Stress stehen. Dies kann durch häufigen Transport begünstigt werden, denn dies vermindert nämlich die Abwehrkräfte. Auch bei der falschen Ernährung kann es zu Mineralstoffmängel und Vitaminmängel kommen, wodurch dann auch das Abwehrsystem geschwächt wird. Die mangelnde Hygiene ist oft ein Grund für Kaninchenschnupfen, da sich bei unregelmäßigen Ausmisten Ammoniak in der Luft sammelt und dies die Atemwege der Kaninchen reizt. Die Behandlung. Gott sei Dank kann man Kaninchen gegen Kaninchenschnupfen impfen lassen. Allerdings, um trotzdem eine Infektion vorzubeugen, solltet ihr zum Beispiel bei dem Kauf eines neuen Kaninchens darauf achten, dass das Tier gesund ist. Solltet ihr diese Symptome, die ich vorhin genannt habe, bei euren Kaninchen nachweisen können, dann lasst dies am besten sofort beim Tierarzt abklären. Da häufig die vermeintliche Kaninchenschnupfenkrankheit dann doch ein Zahnproblem oder ähnliches ist, weil diese Symptome auch sehr ähnlich zu Zahnproblemen sind. Das war es jetzt auch schon mit meiner ersten Folge von Hashtag Kaninchenkrankheiten. Schreibt mir sehr gerne euer Feedback zu der neuen Serie in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!